Heute beim elektrischen Reporter: Überwachte Überwacher, Straßenbahnen und Gamer mit Handicap. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Spätestens seit Edward Snowden wissen wir, die NSA liest mit, hört mit und schaut mit, und zwar bei ungefähr allem im Netz. Einige Netzbewohner machen sich nun auf, die Überwacher zu überwachen, wie unser erster Beitrag zeigt. Geheimdienste wirken übermächtig. Auch 2 Jahre nach den Enthüllungen von Edward Snowden scheint ihr Einfluss immer noch ungebrochen. Viele Bürger haben sich mit der Massenüberwachung abgefunden. Einige wenige verschlüsseln ihre Kommunikation. Der erst 21-jährige Programmierer MC McGrath geht einen dritten Weg. Er spioniert zurück. Mit Programmen, die das Netz automatisch nach Geheimdienstmitarbeitern durchsuchen. Der Überwachung von oben möchte er eine Überwachung von unten entgegenstellen. Seinen eigenen kleinen Überwachungsapparat. Das Transparency Toolkit nutzt die allgemein zugänglichen Daten, um die Überwacher zu überwachen. All die Menschen, die uns beobachten, diejenigen, die mit all diesen geheimen Überwachungsprogrammen arbeiten. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wer für den Überwachungsstaat verantwortlich ist. Findig wird McGrath vor allem auf LinkedIn, einem sozialen Netzwerk für Geschäftskontakte. Dort prahlen Geheimdienstmitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und ihrer Arbeitserfahrung. Mit Spielprogrammen wie X-Keyscore oder Prism. So entsteht ein Panoptikon des Überwachungsstaates. Und das eigentlich anonyme Abhören und Mitlesen bekommt ein Gesicht. Viele Gesichter sogar. Denn 27.000 Schnüffler sind McGrath so schon ins Netz gegangen. Wir wollen wissen, warum Menschen für Geheimdienste arbeiten, wie ihr typischer Tagesablauf aussieht, was sie im Büro genau machen. Aber auch, warum hören manche auf, für Geheimdienste zu arbeiten? Wenn wir das verstehen, können wir dieses Wissen nutzen, um an einer Reform unseres Geheimdienstapparates zu arbeiten. Sandro Geiken von der Freien Universität Berlin ist Experte dafür, was die Geheimdienste so im Internet treiben. Netzaktivisten wie McGrath und ihren Anti-Spionage-Anwendungen steht er skeptisch gegenüber. Denn gegen die Milliardenbudgets der Geheimdienste können ein paar Hacker wenig ausrichten. Trotzdem kann er der Gegenüberwachung von McGrath etwas abgewinnen. Als Mittel, um politischen Druck aufzubauen. Wenn man insbesondere bei diesen ganzen Verhältnissen zu den Subunternehmern der Überwachungsindustrie mal guckt, was sind das eigentlich für Firmen? Wer steckt dahinter? Was haben die für eine technische Expertise? An wen verkaufen die vielleicht noch? Aber es muss da natürlich auch politischer Drive und Impuls dahinter bleiben. So sieht das auch Michael Bukowski vom Netzwerk Akkurater Widerstand, einem selbsternannten Start-up für Grundrechte. Sein Ziel? Ein Aktivismus, der Spaß macht. Seine Strategie? Die Geheimdienste auf spielerische Weise mit falschen Daten ärgern. Absichtlich streut er Datenmüll ins Netz, um seine Online-Identität zu vernebeln. Und hofft, dass möglichst viele mitmachen. Wir wollen ja auch gerade dem Mainstream eine Handhabe bieten, etwas zu unternehmen, ohne eben Verschlüsselung lernen zu müssen oder ähnliches. Also alle paar Wochen eine Aktion, die eher Spaß macht als kompliziert ist, an der, wie gesagt, jeder ganz einfach mitmachen kann. Und die eben halt im ersten Schritt zumindest ein bisschen für ein kleines Störfeuer sorgt. Eine dieser Aktionen? Einfach mal das Handy mit der Freundin in Hamburg tauschen. Und schon sind sämtliche ortsbezogenen Daten zu seinem Profil an diesem Tag unbrauchbar. Aber diese harmlose Spielerei ist erst der erste Schritt. Als nächstes möchte Bukowski eine App entwickeln, die im Hintergrund permanent falsche Daten sendet und so die Arbeit der Geheimdienste ad absurdum führt. Ob diese Idee sich umsetzen lässt, ist jedoch fraglich. Denn das Senden falscher Daten belastet das Datenvolumen der Smartphones und kostet somit Geld. Und da hört bei vielen potenziellen Unterstützern der Aktivismus auch schon auf. Das Transparency Toolkit wirft zudem ethische Fragen auf. Denn die Geheimdienstmitarbeiterdatenbank
unterscheidet sich nur sehr geringfügig von einem Internetpranger, an den Menschen wegen einiger Schlüsselbegriffe automatisch gestellt werden. Bei dem Projekt gibt es definitiv ethische Probleme, auch wenn ich nur öffentlich zugängliche Daten verwende, auf die jeder mit einer einfachen Google-Suche zugreifen kann. Es gibt eben keine einfache Lösung für das Überwachungsproblem, weder technisch noch ethisch. Aber Überwachung ist ein Angriff auf unsere Bürgerrechte. Und das Transparency Toolkit und akkurater Widerstand sind Notwehr gegen ein außer Kontrolle geratenes System. Kommen wir nun von den Nachrichtendiensten zum Nahverkehr. Um Straßen, Bahnen und einen festgefahrenen Pkw. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Robert Klemm und ich studiere Verkehrswesen, bin bei der BVG Werkstudent und betreue da die drei Servicekanäle BVG-U-Bahn, BVG-Tram und BVG-Bus. Das war eigentlich so, dass ich gesehen habe, dass es für andere Verkehrsunternehmen auch so solche private Accounts schon gab. Da habe ich einfach gesehen, wie gut das ist und was das für ein Mehrwert ist. Und dann habe ich eigentlich sofort gedacht, Mensch, das sollte mal einer für die BVG machen. Ich habe dann genau das auch versucht, was die anderen Kanäle, die ich davor eben auch gesehen habe, auch gemacht haben, nämlich möglichst die Informationen, die die Nutzer selbst sich zusammensuchen, zu kanalisieren und dann über diesen Kanal rauszugeben. Also ich habe das 4 Jahre privat gemacht. Die BVG ist dann auf mich zugekommen, weil sie geschaut hat, was passiert denn eigentlich im Internet? Und dann sind sie recht schnell natürlich auf meine Kanäle gestoßen und haben gesehen, Mensch, die sehen ja aus wie BVG, nur es steht eben da kein offizieller Kanal. Und haben mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihnen dabei zu helfen, die offiziell zu machen, hier einzuführen. Ja, das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Also der Tweet ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das bei uns im Hintergrund erstmal funktioniert. Wir kriegen die Informationen aus der Leitstelle und dann twittern wir die raus. Und das zeigt auch sehr schön, dass wir in vielen Fällen gar nichts dafür können, dass wir mal nicht zwischen A und B vielleicht fahren können. Und das war eben genau in dem Fall so, wo einfach eine Baustelle eingerichtet war und ein Pkw dann eben in den noch frischen Beton reingefahren ist und sich festgefahren hat und wir dann natürlich nicht mehr dort vorbeigekommen sind. Also was mir besonders Spaß macht, ist, wir sind einfach ganz nah an den Kunden dran. Twitter benutzt man meistens, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Man sitzt in der Bahn, man hat gerade mal ein bisschen Zeit, man guckt mal rein, was ist so los und dann fällt einem vielleicht irgendwas auf. Und dann stellt sich irgendeine Frage und die wird dann einfach an uns rausgetwittert. Wir können also wirklich ganz schnell auch besser werden. Und was mir auch schon immer Spaß gemacht hat, ist einfach den Leuten so ein Stück weit unsere BVG zu erklären. Also zu erklären, wie funktioniert denn das eigentlich im Hintergrund? Und all so eine Geschichten, wofür man einfach gar nicht so den Blick hat, wenn man nur uns benutzt, um von A nach B zu fahren. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Als die meisten Städte geplant und gebaut wurden, hat man an körperlich Gehandicapte gar nicht oder nur ganz selten gedacht. Erstaunlicherweise wurden auch bei der Konstruktion digitaler Räume Menschen mit Behinderung nicht wirklich eingeplant, wie unser nächster Beitrag zeigt. Lionel Messi tunneln oder Dirk Nowitzki den Ball abjagen. Was in der Realität schwierig bis unmöglich ist, gelingt in Computerspielen mit etwas Training problemlos. Für den ehemaligen Basketballspieler Alireza Zadevand aber sind Sportgames mehr als ein Zeitvertreib. Denn seit er wegen Muskeldystrophie im Rollstuhl sitzt, sind die virtuellen Spielfelder von FIFA und NBA Live sein einziges Trainingsgelände. Doch auch das Kicken und Dribbeln an PlayStation und Xbox ist alles andere als barrierefrei. Zum Beispiel, weil die Taste für Laufen von Zadevand wegen seiner Muskelerkrankung kaum zu erreichen ist. Dadurch kann ich eben diese Taste nicht durchgehend halten. Und das macht sich dann im Spielverlauf bemerkbar, weil ich dann merke, die Taste drücke ich dann gar nicht. Und im Fußball, wenn man da nicht laufen kann, hat man dann ein echtes Problem. Bei den ersten Spielen sind die Finger noch fit.
Das Laufen funktioniert und ein paar Tore sind auch drin. Beim nächsten Spielgang hört das dann auf. Dann da ist einfach kein Spaßfaktor mehr da. Also wenn man dann spielt und trotzdem verliert. Auch Ego-Shooter bergen Probleme. Dass er zum Beispiel die Tasten nicht so schnell drücken kann wie andere Zocker, macht ihn in Call of Duty zum leichten Ziel. Und auch für das Online-Rollenspiel World of Warcraft sind Sadewans motorische Fähigkeiten eigentlich zu langsam und ungenau. Aber das ist für ihn kein Grund, auf seine Lieblingsspiele zu verzichten. Manchmal trickst er eben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da habe ich für mich persönlich einen Klebebandtrick erfunden. Es ist einfach, also ganz einfach, ich klebe dann eine Taste dann zu, also so, dass ich dann diese nicht drücken muss. So lange, bis der Klebestreifen sich löst und Sadewand wieder von vorne anfangen muss. Denn anders als etwa bei U-Bahn-Stationen oder öffentlichen Gebäuden ist Barrierefreiheit in der Computerspielewelt ein Nischenthema. Und nicht zuletzt, weil die Spieleindustrie ihre behinderten Fans weitgehend ignoriert, gibt es zu wenig professionell entworfene Hilfsmittel für Gamer mit Handicap. Aber es gibt Entwickler, die das Thema Inklusion auch bei Computerspielen ernst nehmen. Zum Beispiel Helmut Herold von der Technischen Hochschule Nürnberg. Er arbeitet mit seinem Team am Genesis-Projekt. Das Ziel? Spiele für alle. Nämlich? Vom Nobelpreisträger im Rollstuhl, der nur noch den Kopf bewegen kann, bis zum Kind, das total fit ist, die Maus bedienen kann, aber geistig zurückgeblieben ist. Und das ist natürlich sehr schwierig zu realisieren. Deswegen ist bei unserem Programm das alles einstellbar. Besonders wichtig für das Erreichen dieses Ziels: unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten für unterschiedlich beeinträchtigte Menschen. So kann man die Genesis-Spiele mit einer Eintastensteuerung, einer Fußsteuerung, einer Mund- und einer Augensteuerung bedienen. Allerdings sind diese Spezialanfertigungen für die meisten Spieler unerschwinglich. Und Unterstützung aus der Industrie bekommt Herold gar nicht. Diesem Desinteresse an der digitalen Inklusion begegnet auch Daniel Heinz von der Fachstelle für Jugendmedienkultur immer wieder. Er berät Jugendeinrichtungen, wie diese Menschen mit Behinderung an Computerspiele heranführen können. In den letzten Jahren beobachtet er fast keinen Fortschritt. Weder bei der Barrierefreiheit von Computerspielen, noch beim Engagement der Spielehersteller. Das ist mein großer Wunsch, dass die Computerspieleindustrie einfach mehr darauf aufmerksam wird, dass sie nicht nur immer die ökonomischen Motive im Hinterkopf hat, sondern auch Menschen mit Behinderung einfach auch berücksichtigt bei der Spieleproduktion. Von einer echten Teilhabe am Kulturgut Computerspiel sind Gamer mit Handicap also noch weit entfernt. Aber gerade für Menschen mit Behinderungen sind Computerspiele eine besonders wertvolle Erweiterung ihres meist durch Einschränkungen geprägten Alltags. Alireza Zadivand wartet deshalb nicht mehr auf behindertenfreundliche Games. Er engagiert sich. Zum Beispiel sammelt er auf einem Games-Blog Informationen und Tipps für Entwickler und Zocker, damit sein Klebebandtrick schon bald der Vergangenheit angehören kann. Kein Mensch kann das beim anderen sehen und verstehen, was er nicht selbst erlebt hat. Hermann Hesse. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.